Shalom, liebe Freunde, seid gegrüßt zu einer neuen Lesung. Sonntag, Ende Juni. Ich möchte wieder aus der Bhagavad Gita vorlesen, 13. Kapitel heute. Ich fange an mit Vers 8 bis 12. Kommt jetzt auch ein längeres Sanskrit-Stück. Vorher möchte ich euch noch kurz ein bisschen was über die Bilder, die hier im Hintergrund sind, erzählen. Diese Bilder spiegeln alle Geschichten wider, die es über Krishna gibt. Geschichtserzählungen besser gesagt, Millionen von Jahre alt teilweise die Geschichten, teilweise nicht aus unserem Universum, aber wunderbar zu wissen und die Bilder sind einfach wunderschön. Ich fange mal an mit den oberen drei Bildern, das ist Mutter Yashoda, die Ziehmutter Krishnas, die wahre Mutter ist Devaki. Und in diesem Bild hat sie ihm während des Spielens irgendwann in den Mund geschaut und darin das komplette Universum erkennen können, mit allen Planeten, mit allen Lebewesen, auch sich selbst, auch Krishna. Und im nächsten Moment war das Bild auch für sie dann aber auch wieder verschwunden. Auf dem nächsten Bild läuft sie ihm hinterher, er hat versucht, ihr wegzurennen, und da machen sich viele Heilige drüber lustig, in liebevoller Weise, dass die Mutter Yashoda da versucht hat, Krishna einzuholen, den ja niemand einholen kann eigentlich. Aber das gehört eben auch zu den Spielen Krishnas mit dazu. Und hier hat er, wie er auch gerne öfter mal sich an Buttertöpfen oder Honig vergreift, hat er hier Butter geklaut und die Mutter hat ihn dann böse ausgeschimpft und er war dann ganz verschrocken und demütig, wie kleine Kinder so sind, die erwischt werden. Auch das gehört zu Gott und zu den Spielen Gottes dazu. Hier haben wir dann Krishnas wahre Eltern, Devaki und Vasudeva. Kurz nach der Geburt Krishnas, da hat Krishnas sich ihnen in seiner vierhändigen Form als Narayana offenbart, als Gott. Nicht in der ursprünglichen Form, aber in einer seiner Formen. Daraufhin haben die Eltern ihn gebeten, doch wieder ein Baby zu werden, was er dann auch ganz schnell getan hat. Im nächsten Bild, das ist eine Geschichte, wo er Dämonen inkarniert als Esel bestraft, sage ich mal, zusammen mit seinem Bruder, mit seiner Erweiterung Balarama. Und ganz rechts, das ist nochmal Vasudeva, Krishnas Vater, wie er ihn in einer stürmischen Nacht rettet und zur Ziehmutter Yashoda bringt. Da wurden die Kinder vertauscht, um einen Mord zu verhindern. Das sind ganz spannende Geschichten. Ich kann jedem nur empfehlen, die Bhagavad Gita und später dann auch das Srimad Bhagavatam zu lesen. Da ist das alles sehr ausführlich und in wunderbarer Weise beschrieben. Und hier haben wir dann Shiva, Vishnu und Brahma. Die Halbgötter-Trinität, von denen Vishnu aber keine vollständige Erweiterung Krishnas repräsentiert, während Shiva und Brahma nur Halbgötter sind. Brahma wurde auf einer Lotusblume aus dem Nabel Vishnus, Narayanas, geboren, also von Krishna selbst geboren. Und Shiva wurde von Brahma geboren, beziehungsweise ist aus Krishnas Stirn entsprungen. Hier haben wir auch ein wunderschönes Bild, hier oben ist Krishna. Das sind die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Und die Menschen werden von den Sinnen verwirrt. Wenn man die Sinne nicht selbst beherrscht, dann wird man von den drei Erscheinungsweisen der Natur von den Sinnen beherrscht. Da gibt es auch dieses andere Bild, dieses Bekannte mit Krishna und Arjuna auf dem Wagen mit den Pferden. Das ist eine ähnliche Symbolik. Ich finde das aber auch sehr toll getroffen. Und hier haben wir nochmal den Paramatma. Das ist die Überseele, die im Herzen eines jeden sitzt. Auch eine vollständige Erweiterung Krishnas. Ja, einfach schön zu wissen, schön zu sehen. Ist auf jeden Fall hochinteressant und ich finde es wunderschön, sie im Haus zu haben. So, dann lege ich mal los. Kapitel 13, Vers 8 bis 12. Amanitvam
Adam Bitvam Ahimsa Kshantir Ajavam Acharyo Pasanam Shaucham Stayam Atma Vinigraha Indriyateshu Vairagyam Anahankara Eva Cha Yanma Mirtu Yara Vyadi Dukha Dushanu Darshanam Asaktir Anabishvanga Putradara Gradishu Nityam Cha Sama Chitatvam Ishtani Stopapatishu Mai Chanaya Yogena Bhaktir Avya Bicharini Vivikta Desha Sevitram Aratir Jana Samsari Adyatma Jnana Nityatvam Tatva Janarta Darshanam Etach Janam Iti Proktam Ajnanam Yat Atoniata. Wir haben es geschafft. Demut, frei sein von Stolz, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit, Einfachheit, Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters, Sauberkeit, Unerschütterlichkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung der Objekte der Sinnenbefriedigung, Freisein vom falschen Ego, das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit, Loslösung, Freiheit von der Verstrickung mit Kindern, Frau, Heim und so weiter, Gleichmut inmitten erfreulicher und unerfreulicher Ereignisse, beständige und unverfälschte Hingabe zu mir, das Streben, sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen, Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen, Erkenntnis der Wichtigkeit der Selbstverwirklichung und die philosophische Suche nach der absoluten Wahrheit. All dies erkläre ich hiermit für Wissen und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. Erläuterung. Unintelligente Menschen glauben manchmal fälschlicherweise, der hier beschriebene Vorgang des Wissens sei eine Wechselwirkung des Tätigkeitsfeldes. In Wirklichkeit aber ist dies der wahre Vorgang des Wissens, der demjenigen, der ihn aufnimmt, die Möglichkeit gibt, sich der absoluten Wahrheit zu nähern. Dieser Vorgang ist nicht eine Wechselwirkung der 24 Elemente, die zuvor beschrieben wurden. Vielmehr stellt dieser Vorgang das Mittel dar, um von der Verstrickung in diese Elemente frei zu werden. Die bedingte Seele ist im Körper gefangen, der eine Hülle aus 24 Elementen ist, und der Vorgang des Wissens, wie er hier beschrieben wird, ist der Weg, um aus diesem Gefängnis herauszugelangen. Der wichtigste von allen Punkten in diesem Vorgang der Wissensentwicklung wird in der ersten Zeile des 11. Verses beschrieben. Mai Chanaya Yogena Bhaktir Avya Bicharini. Der Pfad des Wissens gipfelt in unverfälschtem, hingebungsvollen Dienst für den Herrn. Wenn man sich also dem transzendentalen Dienst des Herrn nicht zuwendet oder dazu nicht imstande ist, haben die anderen 19 Punkte keinen besonderen Wert. Doch wenn man sich dem hingebungsvollen Dienst zuwendet und vollkommen Krishna bewusst wird, entwickelt man die anderen 19 Eigenschaften von selbst. Dies wird im Srimad Bhagavatam bestätigt. Yas Yasti Bhaktir Bhagavati Akinchana Sarvair Gunais Tatra Samasate Sura. Wenn jemand die Stufe des hingebungsvollen Dienstes erreicht, entwickeln sich in ihm alle guten Eigenschaften des Wissens. Das im 8. Vers erwähnte Prinzip, einen spirituellen Meister anzunehmen, ist essentiell. Selbst für jemanden, der sich dem hingebungsvollen Dienst zuwendet, ist dies der wichtigste Schritt. Transzendentales Leben beginnt, wenn man einen echten spirituellen Meister annimmt. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, sagt hier klar, dass dieser Vorgang des Wissens der wahre Pfad ist. Jede Spekulation, die davon abweicht, ist Unsinn. Die verschiedenen Punkte des hier dargelegten Wissens können wie folgt analysiert werden. Demut bedeutet, nicht danach zu streben, von anderen geehrt zu werden. Die materielle Lebensauffassung macht uns sehr begierig, von anderen Ehre zu empfangen. Doch in den Augen eines Menschen mit vollkommenem Wissen, der weiß, dass er nicht der Körper ist, ist alles, was sich auf den Körper bezieht, ob Ehre oder Schmach, wertlos. Man sollte nicht nach solchen trügerischen Zielen streben. Die Menschen sind darauf aus, für ihre Religion berühmt zu werden. Und so kann man manchmal beobachten, wie sich jemand, ohne die Prinzipien der Religion zu verstehen, einer Gruppe anschließt, die in Wirklichkeit keinen religiösen Prinzipien folgt und sich dann als religiöser Lehrer aufspielen möchte.
Um zu prüfen, wie weit jemand tatsächlich in der spirituellen Wissenschaft fortgeschritten ist, sollte man anhand der hier beschriebenen Gesichtspunkte urteilen. Unter Gewaltlosigkeit wird im Allgemeinen verstanden, den Körper nicht zu töten oder zu verletzen. Doch in Wirklichkeit bedeutet Gewaltlosigkeit, anderen kein Leid zuzufügen. Die Masse der Menschen ist durch Unwissenheit in der materiellen Lebensauffassung gefangen und ist daher unaufhörlich den materiellen Leiden ausgesetzt. Solange man also den Menschen kein spirituelles Wissen gibt, ist man gewalttätig. Man sollte sein Bestes versuchen, um den Menschen wirkliches Wissen zu vermitteln, sodass sie erleuchtet werden und der materiellen Verstrickung entkommen können. Das ist Gewaltlosigkeit. Duldsamkeit bedeutet, es gelernt zu haben, Beleidigungen und Schmähungen seitens anderer zu ertragen. Wenn man sich bemüht, im spirituellen Wissen fortzustreiten, wird man oft von anderen beleidigt und geschmäht. Das ist zu erwarten, denn so ist die materielle Natur. Selbst ein kleiner Junge wie Prahlada, der sich schon im Alter von 5 Jahren um spirituelles Wissen bemühte, geriet in Gefahr, als sein Vater seine Hingabe unterbinden wollte. Der Vater versuchte, ihn auf verschiedenste Arten zu töten, doch Prahlada nahm dies alles duldsam auf sich. Es kann also viele Hindernisse geben, wenn man Fortschritt im spirituellen Wissen machen will, doch wir sollten duldsam sein und mit Entschlossenheit einfach weitermachen. Einfachheit bedeutet, dass man ohne Diplomatie so aufrichtig sein sollte, dass man sogar einem Feind die reine Wahrheit offenbaren kann. Das Annehmen eines spirituellen Meisters ist unbedingt notwendig, denn ohne die Anweisungen eines echten spirituellen Meisters kann man in der spirituellen Wissenschaft keinen Fortschritt machen. Man sollte sich dem spirituellen Meister in größter Demut nähern und ihm alle Dienste anbieten, sodass es ihm gefallen möge, dem Schüler seine Segnungen zu erteilen. Der spirituelle Meister ist der Repräsentant Krishnas, und wenn ein solcher echter spiritueller Meister seinem Schüler seine Segnungen gewährt, macht dieser Schüler sogleich großen Fortschritt, selbst wenn er nicht alle regulierenden Vorschriften befolgt. Oder es wird dem Schüler, der dem spirituellen Meister vorbehaltlos gedient hat, leichter fallen, die regulierenden Vorschriften zu befolgen. Sauberkeit ist unerlässlich, um im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Es gibt 2 Arten von Sauberkeit, äußere und innere. Äußere Sauberkeit bedeutet, ein Bad zu nehmen. Doch um innerlich sauber zu werden, muss man immer an Krishna denken und Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare chanten. Dieser Vorgang reinigt den Geist vom angesammelten Staub des vergangenen Karma. Unerschütterlichkeit bedeutet, sehr entschlossen zu sein, im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Ohne solche Entschlossenheit kann man keinen spürbaren Fortschritt machen. Und Selbstbeherrschung bedeutet, nichts anzunehmen, was dem Pfad des spirituellen Fortschritts entgegensteht. Man sollte es sich zur Gewohnheit machen, alles abzulehnen, was für den Pfad des spirituellen Fortschritts nicht förderlich ist. Das ist wirkliche Entsagung. Die Sinne sind so stark, dass sie ständig nach Befriedigung begehren. Man sollte diesen Forderungen nicht nachgeben, denn diese Befriedigung ist nicht notwendig. Die Sinne sollten nur befriedigt werden, um den Körper gesund zu halten, sodass man seine Pflichten auf dem fortschreitenden Pfad des spirituellen Lebens erfüllen kann. Der wichtigste und zügelloseste aller Sinne ist die Zunge. Wenn man die Zunge zu beherrschen vermag, ist es auch möglich, die anderen Sinne zu beherrschen. Die Zunge hat die Aufgabe, zu schmecken und Laute zu formen. Deshalb sollte die Zunge durch systematische Regulierung immer damit beschäftigt sein, die Reste von Speisen, die Krishna geopfert wurden, zu schmecken und Hare Krishna zu chanten. Was die Augen betrifft, so sollte ihnen nicht erlaubt werden, etwas anderes zu betrachten als die schöne Gestalt Krishnas. Auf diese Weise können die Augen beherrscht werden. Ebenso sollten die Ohren damit beschäftigt werden, über Krishna zu hören, und die Nase sollte Blumen riechen, die Krishna geopfert wurden. Das ist der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, und hieraus kann man ersehen, dass die Bhagavad Gita in Wirklichkeit nichts anderes lehrt als die Wissenschaft des hingebungsvollen Dienstes. Hingebungsvoller Dienst ist das einzige und höchste Ziel. Unintelligente Kommentatoren der Bhagavad Gita versuchen, den Geist des Lesers auf andere Dinge zu lenken, doch es gibt in der Bhagavad Gita kein anderes Thema als hingebungsvollen Dienst. Falsches Ego bedeutet, den Körper für das Selbst zu halten. Wenn man versteht, dass man nicht der Körper, sondern spirituelle Seele ist, erreicht man sein wahres Ego.
Das Ego existiert immer. Das wahre Ego wird nicht verurteilt, nur das Falsche. In den vedischen Schriften heißt es Aham Brahmasmi. Ich bin Brahman, ich bin spirituell. Dieses Ich Bin, dieses Gefühl des Selbst, existiert auch auf der befreiten Stufe der Selbstverwirklichung. Dieses Gefühl des Ich Bin ist das Ego. Doch wenn dieses Gefühl auf den falschen Körper gerichtet ist, ist es falsches Ego. Wenn das Gefühl des Selbst auf die Realität gerichtet wird, ist dies wahres Ego. Einige Philosophen sagen, wir sollten unser Ego aufgeben, aber dies ist nicht möglich, denn Ego bedeutet Identität. Was wir jedoch tatsächlich aufgeben sollten, ist die falsche Identifizierung mit dem Körper. Man sollte sich des Leids bewusst werden, dem wir in Form von Geburt, Tod, Alter und Krankheit ausgesetzt sind. Es gibt in verschiedenen vedischen Schriften Beschreibungen der Geburt. Im Srimad Bhagavatam finden wir eine anschauliche Beschreibung der Welt des Ungeborenen, der Lebensumstände des Kindes im Mutterschoß, seiner Leiden und so weiter. Man sollte unbedingt verstehen, dass Geburt qualvoll ist. Weil wir jedoch vergessen haben, wie sehr wir im Mutterleib gelitten haben, bemühen wir uns nicht um eine Lösung für das Problem der Wiederholungen von Geburt und Tod. Auch zur Zeit des Todes gibt es vielerlei Leiden, die ebenfalls in den maßgebenden Schriften beschrieben werden. Über diese Themen sollte gesprochen werden. Und was Krankheit und Alter betrifft, so macht jeder seine eigene Erfahrung. Niemand möchte krank sein und niemand möchte alt werden, doch Krankheit und Alter sind unvermeidlich. Solange wir das materielle Leben in Anbetracht der Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod nicht mit Pessimismus sehen, haben wir keinen Antrieb, im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Mit der Loslösung von Heim, Frau und Kindern ist nicht gemeint, dass man keine Gefühle für sie haben soll. Zuneigung zu ihnen ist natürlich, doch wenn sie für den spirituellen Fortschritt nicht förderlich sind, sollte man nicht an ihnen hängen. Der beste Vorgang, sein Heim angenehm zu gestalten, ist Krishna-Bewusstsein. Wenn man völlig Krishna-bewusst ist, kann man in seinem Heim eine sehr glückliche Atmosphäre schaffen, denn der Vorgang des Krishna-Bewusstseins ist sehr einfach. Man braucht nur Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare zu chanten und die Überreste von Speisen zu essen, die Krishna geopfert wurden, über Bücher wie die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam zu sprechen und sich in der Bildgestaltenverehrung zu beschäftigen. Diese vier Tätigkeiten werden einen glücklich machen und man sollte die Mitglieder seiner Familie darin ausbilden. Die Familie kann sich morgens und abends zusammensetzen und gemeinsam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare chanten. Wenn man durch das Befolgen dieser vier Prinzipien sein Familienleben so gestalten kann, dass es für die Entwicklung des Krishna-Bewusstseins förderlich ist, ist es nicht notwendig, vom Familienleben in den Lebensstand der Entsagung zu wechseln. Wenn das Familienleben jedoch für den spirituellen Fortschritt nicht förderlich, sondern hinderlich ist, sollte es aufgegeben werden. Man muss alles opfern, um Krishna zu erkennen und ihm zu dienen, genau wie es Arjuna tat. Arjuna wollte seine Familienangehörigen nicht töten, aber als er verstand, dass sie Hindernisse für sein Krishna-Erkenntnis waren, nahm er Krishnas Anweisung an und kämpfte gegen seine Verwandten und tötete sie. Auf jeden Fall sollte man vom Glück und Leid des Familienlebens losgelöst sein, denn in dieser Welt kann man niemals völlig glücklich oder völlig unglücklich sein. Glück und Leid sind untrennbar mit dem materiellen Leben verbunden. Wie in der Bhagavad Gita empfohlen wird, sollte man lernen, sie zu erdulden. Da man dem Kommen und Gehen von Glück und Leid niemals Einhalt gebieten kann, sollte man sich von der materialistischen Lebensweise lösen und auf diese Weise von vornherein in beiden Fällen ausgeglichen bleiben. Gewöhnlich sind wir sehr glücklich, wenn wir etwas Erwünschtes bekommen, und wenn uns etwas Unerwünschtes widerfährt, sind wir unglücklich. Wenn wir uns jedoch tatsächlich auf der spirituellen Ebene befinden, werden uns die Dinge nicht mehr berühren. Um diese Stufe zu erreichen, müssen wir unerschütterlichen, hingebungsvollen Dienst ausführen. Ohne abzuweichen, hingebungsvollen Dienst zu Krishna auszuführen, bedeutet, sich in den neun Vorgängen des hingebungsvollen Dienstes zu beschäftigen, chanten, hören, verehren, Ehrerbietung darbringen und so weiter, wie dies im letzten Vers des 9. Kapitels beschrieben wird. Dies sind die Vorgänge, denen man folgen muss. Es ist ganz natürlich, dass jemand, der ein spirituelles Leben führt, nicht mehr mit materialistischen Menschen verkehren will.
Dies wäre völlig gegen seine Natur. Man kann seinen Fortschritt prüfen, indem man feststellt, inwieweit man bereit ist, an einem einsamen Ort ohne unerwünschte Gemeinschaft zu leben. Auch ist ein Gottgeweihter von Natur aus nicht an unnötigen Vergnügungen, Kinobesuchen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen interessiert, denn er versteht, dass diese Dinge nichts als Zeitverschwendung sind. Es gibt viele Forscher und Philosophen, die Themen wie Sexualität und so weiter untersuchen. Doch nach der Bhagavad Gita haben solche Forschungsarbeiten und philosophische Spekulationen keinen Wert. Sie sind mehr oder weniger sinnlos. Der Bhagavad Gita zufolge sollte man mit philosophischem Verständnis nach dem Wesen der Seele forschen. Das Ziel aller Forschung sollte, wie es hier empfohlen wird, darin bestehen, das Selbst zu verstehen. Wie aus diesem Vers hervorgeht, ist Bhakti-Yoga der geeignete Weg, um Selbstverwirklichung zu erlangen. Sobald von Hingabe die Rede ist, muss man die Beziehung zwischen der Überseele und der individuellen Seele in Betracht ziehen. Die individuelle Seele und die Überseele können nicht eins sein, zumindest nicht nach der Bhakti-Auffassung, der Lebensauffassung der Hingabe. Dieser Dienst der individuellen Seele für die höchste Seele ist Nityam, ewig, wie hier eindeutig gesagt wird. Deswegen ist Bhakti, hingebungsvoller Dienst, ewig. In dieser philosophischen Überzeugung muss man gefestigt sein. Im Srimad Bhagavatam wird dies genau erklärt. Vadanti tat tattva vidas tattvam yajnanam advayam. Diejenigen, die die absolute Wahrheit tatsächlich kennen, wissen, dass das höchste Selbst in drei verschiedenen Aspekten als Brahman, Paramatma und Bhagavan erkannt wird. Bhagavan ist die höchste Stufe der Erkenntnis der absoluten Wahrheit. Deshalb sollte man sich auf diese Stufe des Wissens erheben und sich im hingebungsvollen Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes beschäftigen. Das ist die Vollkommenheit des Wissens. Dieser Vorgang, angefangen mit dem Entwickeln von Demut bis hin zur Erkenntnis der höchsten Wahrheit, der absoluten Persönlichkeit Gottes, gleicht einer Treppe, die vom Erdgeschoss zum obersten Stockwerk führt. Auf dieser Treppe gibt es viele Menschen, die den ersten, zweiten, den dritten oder einen anderen Stock erreicht haben, doch solange man nicht das oberste Stockwerk erreicht, das heißt die Ebene, auf der man Krishna versteht, befindet man sich immer noch auf einer niederen Stufe des Wissens. Wenn jemand versucht, sich mit Gott zu messen und gleichzeitig Fortschritt im spirituellen Wissen zu machen, so werden all seine Bemühungen scheitern. Hier wird klar gesagt, dass man ohne Demut kein wahres Wissen erlangen kann. Und sich selbst für Gott zu halten, ist der größte Hochmut. Obwohl das Lebewesen ständig von den strengen Gesetzen der materiellen Natur getreten wird, denkt es aufgrund von Unwissenheit, ich bin Gott. Der Anfang des Wissens ist deshalb Amanitva, Demut. Man sollte demütig sein und verstehen, dass man dem höchsten Herrn untergeordnet ist. Nur weil man gegen den höchsten Herrn rebelliert, gerät man unter den Einfluss der materiellen Natur. Diese Wahrheit muss man kennen und man muss von ihr überzeugt sein. Das soll es mal gewesen sein, war ja ein langes Stück aus der Bhagavad Gita vom Autor His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich liebe euch, meine Freunde. Bis zur nächsten Lesung.